So, einen wunderschönen guten Abend hier bei mir, Twitch-Kanal. Ach ja, in letzter Zeit durch oder mehr streamen als ich angeln gewesen bin, dies schon. Ach nee, na gut. So, da wollte ich mal sagen, prompt sagen, geht's auch schon. Prompt weiter. Mit dem genialen Game. Ich würde sagen, Mission fortsetzen und gucken wir mal, wie weit wir denn diesmal kommen. So, zigtausend Kabel hier verkabelt. Das können wir erstmal abmachen. Das brauchen wir erstmal nie. So, wo sind wir denn? So, bin ich gestern stehen geblieben. Ich habe gestern eine Pflanze angepflanzt. Das habe ich gestern Abend noch ganz schnell gemacht. Ich habe einiges verbarrikadiert. Genauso. Mal kurz meine Kopfhörer lassen. So. Hier habe ich einiges verbarrikadiert. Stimmt, ich muss ab und zu mal auf den Fußboden gucken, weil die komischen Pilze wieder wachsen hier. So, hier habe ich verbarrikadiert. Und hier. Wie sieht's denn? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ach, ich glaube, ich konnte noch einen mehr machen, oder? Haben wir trotzdem mehr? Nee, ne? So, okay, warte mal. Hier müssen wir nochmal hin. Da wollte ich noch welche runterschicken. 2 Schwefel haben wir. Sonst nichts. Ich würde sagen, ich schicke nochmal welche hier runter. Hier ist nichts mehr drin. Hier sind ein Eisen, Lithium, 11 Eisen. Hier schicke ich die Leute nochmal runter und dann gehe ich alleine runter. Und. Obwohl, jetzt könnte ich eigentlich mitfliegen. Diese 2 Fundorte mir zu holen. Das wäre eine praktische Idee, würde ich mal sagen, oder? So. Mache ich mit runter, die holen die Erze und ich hole die Fundorte und dann wieder weg. Das ist perfekt, so können wir es machen. Vollgeladen sind wir noch nicht. Aber jetzt. Weil unten muss ich erstmal die Biomasse sammeln, damit ich erstmal wieder heilen kann und ja. Alles ein bisschen schwierig. So, wollen wir mal. Was das für ein Planet ist, ja. Gottes Willen, ist das komisch. Das sieht man wieder nicht. Lifeform detected. Hört sich nicht gut an. So, gucken wir mal, von wo sie jetzt kommen. Von hinten können sie nicht kommen, das ist schon mal gut. Ich will hoffen, dass die ein bisschen durchhalten hier vorne. Beim Sammeln. Eieiei. Sie haben zumindest ein bisschen
Biomatte, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich mal noch den zweiten finden. Warum es so leicht war, ne? Ja. So, perfekt. Chaotische Geschosse, okay. Oh, von hinten. Oh. Dekontaminierung B. Okay. Dekontaminierung B. Sagt mir jetzt zwar nicht viel, aber zumindest. Wo seid denn ihr? So. 84, okay. Ich helfe euch mal noch mit. Dann geht es zumindest schneller. Haben wir alles oder nie? Habe ich nur einen mitgenommen? Waren da eigentlich zwei Leute, oder? Naja, haben zumindest das Landungsschiff ist zumindest voll beladen. Und ich würde sagen, wir können jetzt auch wieder zurück machen. Wegkommen. Ach Mist, hätte ich mir noch vollladen können, bevor ich hochfliege, weil das bringt mir ja nicht. So, dann können die mal ausladen und dann können wir mal gucken, was wir so Schönes haben machen können. Gut, irgendwelche Mist hier? Nee. Traktorstrahl, die Werkstatt ist hier. Gehen wir mal gucken, was wir noch Schönes bauen können. Verteidigungsanlagen, das geht nicht. Roboter, Munition, Energiezellen. Das ist schön. Oh. Gas, brauchen wir Salpeter. Okay. Sturmgewehr. Waffenschrank. Da haben wir jetzt ein Sturmgewehr mit drin. Interessant. Hier müssen wir erstmal noch ein paar Waffenproben finden. Mindestens 5. Flammenwerfer haben wir ja schon. Dann diese Energiegewehr. Brauchen wir auch noch ein paar Waffenproben. Okidoki. Das wird natürlich noch sehr interessant. Sturmgewehr. Hey Jack, moin, grüß dich. Du hast aber eine komische grelle Farbe bei dir drin. Mann. Heute ist es grün, gestern warst du doch rot. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, ich war gerade auf dem Planeten unten gewesen. Ich weiß nicht, ob du es noch gesehen hast. New materials have been refined. Ach komm, wir nehmen lieber das Lasergewehr. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin immer noch fürs Lasergewehr. Obwohl, das tut mich auch interessieren. Ja, 20 Uhr ist ein bisschen her, das stimmt schon. Naja. Plus, minus, ne? Ja, habe gesagt, plus, minus 10 Minuten.
Ich habe ja immerhin auch noch Familie, ne? So ist es nicht. So, was haben wir denn hier noch? New materials have been refined. Der ist alle. Hier haben wir noch 11 Eisen drin, ein Eisen. Hier können wir die Leute runterschicken. Da muss ich nicht unbedingt mit Schwefel rumasten wir das Eisen noch hoch. Das ist schon. Okay. Warum das? Ich merke so eine leichte Ironie bei dir. Warte mal, hab ich hier noch Leute hier? Nee. Die habe ich am Hangar. New job assigned. Job assigned. So, als nächstes noch eine Crew mit. Warte mal, kann ich eigentlich noch eine. Selbstgemachte Leiten. Okay. Da vermute ich mal, du hast keine Kinder, oder? Also keine Familie. Also keine eigene Familie, oder? Oder noch nie? Vielleicht in Planung oder noch nie in Planung? Oder gar nicht? Kann ja alles möglich sein. So, perfekt. New materials have been refined. Naja, ist ja okay. Kann nicht jeder sein. Haben wir's? Wir haben's, oder? Gut. Aber liiert bist du, oder? Bist du unliiert? New materials have been refined. So, Uran haben wir raffiniert. Resource acquired. Perfekt. So, habe ich mal ein bisschen geguckt. Also das Spiel hier ist das einzige Survival Game, was es gibt. Oh, der Biotank ist voll. Da möchten wir noch mal ein bisschen Bio tanken, oder? Kann das sein? Cool, na weit kommen sie ja nie. Coole Sache. Achso, mit anderen Worten. Naja. So, wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, die jetzt zugeschaltet haben. Herzlich willkommen in der Welt des Wahnsinns. So. Kommt noch eine Ressource. Ich müsste bitte mal ins PDA gucken, oder? Kann das sein? Es waren 11 Eisen gewesen. Die holen wir alle hoch. So, na, das bringt mir sowieso nicht, das Ding zu sammeln. Der Biotank ja voll ist eigentlich. Puh, was ich als nächstes bauen wollte. Puh. Ich bin gerade überlegen, also gestern haben wir ja, wie gesagt, noch einen Klon erstellt, einen Menschenklon erstellt, ne? Genau. Jetzt können wir ja keinen mehr erstellen. Jetzt muss man erstmal wieder noch eine Pflanze finden. Und wollte ich noch machen? Ich guck gleich mal. Ich tu erstmal hier. Ich tu erstmal alles hochholen. So. Perfekt. Das haben wir nicht mehr. Ja, sollte ich eigentlich. Job dismissed. Ich tue dich mal entlassen, Dismissed. weil das bringt mich hier nicht. Hier haben wir alles hochgeholt, bevor die mir nämlich wieder krank werden, weil hier wieder irgendwelches Zeug wieder auftaucht hier.
Hobby nehme ich keine Lust dazu. So. Die gehen ins Treibhaus. Werkstatt. Ich gehe mal gucken. Gehen wir an hier. Also wir könnten... Ich könnte noch einen Klon erstellen, wenn es... Crewkabine. 5 von 10. Also könnte ich noch 5, könnte ich noch machen. Ah, hier wollte ich nicht hin. Biotank. Wo war denn die Klonmaschine? War die hier? Ja. Hier war das Klonlabor. So, Alienkräfte können wir noch nicht machen. Dann haben wir hier unbekannt Klonproben. NH3 haben wir nicht. Der verbraucht noch O2. Nö, Crewmitglieder 6 von 7. Atmosphäre 7, Crew 6. Du kannst mindestens 7, also maximal 7 Crewmitglieder kannst du jetzt haben. Forschen könnte schon, ja. Ich könnte meine Biomasse dafür nutzen, um jetzt was zu forschen. Das ist nur die Frage, was forschen wir? Du musst die hier erforschen. HCI habe ich nie. Der HC1 habe ich nie. Ich könnte die hier erforschen. Ist für Ingenieure geeignet. Also, ist die Frage, ne? Was machen wir jetzt? Ob wir mal eins von den Beten mal hier machen? Ziemlich durchschnittliche Werte, ähnlich wie beim Mensch. Aha. Das bringt mir ja nicht. Wie gesagt, und das könnte ich noch, aber da habe ich auch kein NH3. Das müsste ich erstmal wieder machen. Joa, wisst ihr nicht, wir könnten es einfach mal probieren, würde ich sagen, oder? Ach komm, wir forschen jetzt mal. Und tun hier mal in herrichten. Ach komm, wir machen jetzt mal die Forschung. Mehr kann ja nicht passieren. Kann ja nichts Schlimmes rauskommen, denke ich mal. Vielleicht hilft mir noch einer mit. So, jetzt haben wir den erforscht. So, jetzt haben wir keine Biomasse mehr, weil jetzt haben wir ja die ganze Biomasse dafür verjuchtelt. Du müsstest mal so eine Biomasse sammeln. Das würde, denke ich mal, kein großes Problem dann, denke ich mal. Warum hab ich denn den jetzt hergeholt? Keine Ahnung. Kannst du vergeben, mein Freund. Hast wieder frei. Frei hast du jetzt. So. Jetzt haben wir den erforscht. Werkstatt. Traktorstraße. Ach ja. Hangar. Jetzt hole ich die Typen wieder her, die frei gekriegt haben von mir. Job assigned. Warten wir, bis die hier sind und dann schicken wir sie runter in den Planeten runter. Und zwar schicken wir uns erstmal das hier holen, das müssten wir auch zweimal runter schicken. Und dann gucken wir mal, was hier oben ankommt. So. Harvester Destination set. Ich will nur hoffen, dass hier nie einer durchrutscht. Aber na gut. Gucken wir mal, was die Schönes mitbringt für Geschenke. So, wie war dein Tag gewesen, Jack? Ich hab ganz schön Durst heute. Mann, oh Mann. So. So, machen wir denn?
Was? Welcome to the shipbuilding interface. Warte mal. Here you build an upgrade. Lifeform detected, oder? Hab ich das richtig gesehen? Egal. Habe ich eine Ravanerie? Hä? Jetzt ist sie wieder weg. Haben wir jetzt alles oder nicht? Aua! Es war doch vorhin, war hier eine Live-Form gewesen. Hast du es auch gesehen, oder? Rumliegen und streamen schon, das ist schön. mal kurz gucken hier. Können ja, wie gesagt, auch hier können die einiges anrichten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss hier mal in die Werkstatt. Ich gehe mal gucken, ob man noch zwei solche Tore machen können. Nee, hier nicht. Nee. Da rein. Haben wir gleich. Ich gehe mal kurz gucken, ob wir genug Schwefel haben. Verteidigung, Energie, nee, Lithium. Nee, Schwefel haben wir aber. Lithium. Komm, ihn machen wir mal. Ich nehme mal ihn mit. Ich weiß nicht wieso, aber ich nehme mal ihn mit. Man kann die Verteidigung hier nie genug haben. Und dann gehen wir mal hier unten drunter gucken. Hier, hier, da, da haben wir es. Hast du gesehen? Hangar. Hinten. Hier, Raffinerie ist er. Ich meine, weit kommt es zum Glück nicht, ne? Das ist der Vorteil. Steckt man dich mal hier hin? Setzt man dich mal dahin? Huiuiuiui, das wäre wieder ein Chaos gewesen, ey. Ja, du kriegst einen Biotank auch voll. Das stimmt. So. Depot. Schade ist, dass man eigentlich hier drüber nicht sehen kann, wie viel man im Depot hat. Also wie viel man hier Indus hat. Stimmt, hier habe ich ja zugemacht. Und da hinten habe ich eine Waffe stehen. Perfekt. Ah, kann man sehen. Ich denke mit. Hier kommen sie auch nicht runter, also auch nicht leih, wenn sie nicht gerade ungünstig. Was sagst du? Der spricht mit mir. Ich gehe mal ein bisschen hier durch, weil das Ding hier hinten war kaputt. Sprich, hier war eine Live-Form gewesen. So. Okidoki. Gut, dann schicke ich die nochmal auf den Ebenplaneten runter und lass die. Ist immer noch was unten. Eisen und Lithium. Schicken wir sie nochmal runter. Das müssen wir noch mitnehmen. Brauchen wir alles. Dum 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 dum.
Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt schon toi toi toi, es könnte schnell zu Ende gehen, aber schon ziemlich gut überlebt bis jetzt. Dank Check natürlich, ne? Am liebsten hier oben ohne vier Ballermänner hinstellen. Von Fall auf Fälle mal ein paar merke, dass zumindest da geschützt ist. So, wie viel haben wir denn im Biotank? 3 von 20. Wir haben 3 Lithium, 7 Uran, 25 Eisen, 1 Schwefel haben wir. Dieser Nebel. Noch mehr? Der hat versucht, die Waffe kaputt zu machen. So. Ist noch mehr irgendwo, oder? Haben wir jetzt alle oder nicht? Nee? Hier rennt nur der Verrückte rum, ja. Gut, Traktorstrahl ist okay. Dann können wir mal gucken, was wir noch schönes bauen können. Energiebarriere bauen. Die schießen hier irgendwo. Warte mal, ich gehe schon mal. Ich gehe hier nochmal gucken hier. Im Depot wird da irgendwelche Schäden angerichtet. Wäre ja nichts Neues. Ich meine, hier unten können sie nicht weit kommen. Im Depot, aber die kommen nicht im Depot. Kommen die nicht so weit? Ich gehe trotzdem mal hier unten gucken. Man hat immer so ein ungutes Gefühl. Hier steht überall Waffen. Okay. Trotzdem könnt ihr ja was kaputt machen. Nee, sieht gut aus. Weil, wie gesagt, die kommen ja auch aus den Depots. Oder wenn die raffinieren, kommen die ja auch raus, die Biester. Ich würde mal als nächstes die Eisenhammer. Ach, die kommen beim Raffinieren, kommen die auch raus, ne? Also nicht nur beim, wie soll ich sagen? Aha. Also wenn das Material raffiniert wird, können die auch rauskommen. Gut zu wissen. Also werden wir hier noch ein bisschen Verteidigung aufbauen. Also zumindest hier in der Ecke nochmal. Hier werden wir mal noch ihn hinstellen. Sofern wir denn wieder Material dafür haben. Da brauchen wir nämlich noch Lithium dafür. Aber gut zu wissen. Raffiniert die Biester, sozusagen. Genau, raffiniert. Jetzt weißt du, warum die immer hier die Biester merken. Na gut. Aber wir sind ja ganz gut aufgestellt bis jetzt. Ist immer noch Lithium. Lithium und Eisen sind unten. Harvester Destination set. Da müsst ihr nochmal runter. Nützt alles nicht.
So, hier ist noch 6 Mondschild drin. Und hier auch noch. Raffiniertes Eisen. So, was können wir denn mal noch bauen? Wir könnten, oh, könnten einiges bauen. Lager. Lager, Raffinier, Crew. Galerie, brauchen wir Kupfer. Lebenssysteme, Treibhaus, geht auch nicht. Verteidigung. Respawn-Kammer. Raumfahrt haben wir nicht. Respawn-Kammer. Hm. Da wüsste ich aber auch gerade nicht, wo wir die hinsetzen. Die würde ich eher eine Etage höher setzen irgendwo, finde ich. Wo können wir denn hier eigentlich was hinbauen? Ich würde sagen, wir könnten ja dann Unterkünfte, wir könnten ja, hier haben wir schon nach oben gebaut. Hier würde ich weiterbauen nach oben. So, würde ich hier. In case of the unfortunate event of losing our captain and protector, General Bullet. Okay. Life form detected. Noch irgendwo? Nö, ne? Nicht, dass ich wüsste. Oh Gott! Life form detected, naja, weil die hier hin und her schwirren hier. Im Depot können sie auf alle Fälle reinkommen. Okay, schauen wir mal. So, Lithium haben wir ja geholt. Müsste eigentlich rein theoretisch, müsste ja Lithium. Lithium. Lithium wird ein Lithium, ne? Obwohl die das Lithium mitgenommen haben. Und unten ist noch ein Eisen. Ansonsten haben wir ja alles. Wir haben 3 Lithium geholt. Wir gucken dann mal auf der Gebietskarte, ob wir vielleicht ein paar grüne Pflanzen finden und dann tun wir mal entscheiden, was wir machen. Harvester Destination set. So, das eine Eisen holen wir noch. Das eine Eisen holen wir noch. Komm. Wenn, dann holen wir alles aus dem Orbit raus. Dass wir zumindest wissen, dass wir noch hier waren. So. Auf alle Fälle Verteidigung. Dekontaminierung brauchen wir Kupfer und Gold, ne? Ich habe also B habe ich vor uns gefunden. Dekontaminierung B. Das würde ich trotzdem mal so ein bisschen hier zwischensetzen dann, so nach und nach. A und B. Um dort zumindest ein kleines bisschen Schutz zu haben. Gerade so, um die mal ein bisschen einkratzen zu können, weißt du? Wenn da was ist. 2 Lithium. Ja, mal sehen. Müssten dann eigentlich bald ein drittes Lithium haben. Dann haben wir auch nur noch 11 Energie hier übrig. Guck mal, wer mitgekommen ist. New materials have been refined. Sehr schön, Lithium haben wir jetzt. Haben wir noch irgendwo einen? Nö. Ja, die, ich werde auch mehr Turrets bauen, ne? Also. Da hinten. Raffinerie.
Noch irgendwo? Nö, nö. Mehr nie. Aber ich werde hier mal noch eine hinstellen. Also hier hinten werde ich mal noch ein Turret hinstellen. Weil... Ich weiß nicht. Das ist, irgendwie ist mir das hier ein bisschen... heikel. Hallo. Dieser blöde Roboter. Jedes Mal überfährt er mich. So, gehen wir hier mal noch gucken, ob hier noch alles ganz ist. Ja. Ich möchte mir auch mit dem Ohr behalten, ne? Gucken wir mal hier hinten, ob hier hinten irgendwas defekt ist. Ne, alles ganz gut. Perfekt. So, ansonsten. Oh, hier hängt eine drinne. Pass mal auf. Ja, das versteckt. Eben wie. Du hast sie versteckt. Na, dann können wir ja mal. Können wir die hier entlassen, oder? Ja, komm, bleib hier hinten. Hauptsache, die fallen mir jetzt nicht raus. so. Gut. Nee, Klonlabor. Wollte ich nie. Auf zur Brücke. So. Gucken wir mal. Also. Hier waren wir auch noch nicht. Eisen, Eisen, Schwefel, Eisen, Schwefel. Neue Fundorte. Gefahr niedrig. Eisen. Hier krieg ich verdammt viel Eisen raus. Hier waren wir auch schon. Jupp. Lithium, Lithium. Eisen. Hier sind Schwefel. Hier sind Eisen. Eisen. Lithium, Lithium. Eisen. Kupfer. Eisen, Lithium, Uran, Lithium. Eisen und zwei Fundorte. So, man kann das sein, dass ich das immer mal... Gestern haben wir nicht so viel Eisen gefunden. Kann das sein? Gestern hat man nicht so viel Eisen. Wie sieht's denn hier aus? Haben wir hier? Haben wir schon alles abgegrast. Guck mal, hier machen wir hierhin zurück. Hierhin machen wir zurück. Weil hier haben wir noch Fauna noch. Wir machen hier rüber. In ganz rechts wieder. Wir machen jetzt ganz darüber. Und holen uns sozusagen das Zeug von da drüben noch. Hier haben wir noch einen Händler. Gucken wir mal, ob wir mit dem noch handeln können. So, was hast du denn Schönes? Oh, Eisen, Lithium, Iridium. Klonlabor 2. Für 30. Oh. Ich habe 27 Eisen. Die kann ich noch nicht geben. Und Uran habe ich noch. Fürs Klonlabor 2. Das ganze Eisenherze geben wäre mir auch gerade ein bisschen schade.
Ach, dann machen wir rüber. Holen Schwefel von drüben, holen das grüne Pflanzen von drüben. Und sprich, wir machen dahin, wo wir hergekommen sind. Das müsste hier gewesen sein, ne? Genau. Weil hier haben wir ja schon Lithium und Uran. Lithium und Uran und Eisen. So, und auf hier hin und dann gucken wir mal. Weiter geht's nicht. Werkstatt. Wir machen hier hin. Holen die zwei Faulpelze wieder. Job assigned. Job assigned. Vom Hangar. Und holen erstmal. Diese Schwefel hoch, ja? Und dann gehen wir runter auf die Planeten. Und holen das Zeug da unten noch. So. Sehr nice. Ein Schwefel, ein Schwefel, ein Schwefel, Ula, da. Noch ein Schwefel, perfekt. Also ich habe immer festgestellt, wie gesagt, habe davor schon gefunden angefangen, ne? Dass es auf PlayStation gibt es gar nicht so viel. Das ist das einzige Simulationsgame, was diese Art hat. So mit Überleben. Genau, es ist ja ein Survival-Game, Ego-Shooter, Aufbau, Wirtschaft. Kann man noch was dazu sagen? Game, aber es gibt ja nicht mal. Hat es gerade geschossen? Ist gerade ein Kopf abgefallen. Aber es gibt ja nicht mal annähernd irgendwie, die, also mindestens überhaupt von den Sachen da, gute Games, wo ich sagen könnte, okay. Na, also, es gibt ja so Simulationsgames, gibt es ja nur Landwirtschaftssimulator 2019. Puh, weiß ich nicht, ich hab sie ja bis zu 17 alle gehabt. Aber ich muss das irgendwie gerade nicht wirklich haben, muss ich ehrlich sagen. Landwirtschaftssimulator. Okay. Sehr schön. Halt die Klappe, sorry. Ich muss mal das Zeug hier loswerden. Sonst habe ich bald keine Leute mehr. So, gehen wir mal hier runter. Gehen wir mal hier unten noch kurz gucken. Ob es unten was eingenistet hat. Nope. Das darf man nämlich nicht vergessen. Ab und zu muss man mal eine Reinigung machen hier. Die machen das ja nicht. Die sind ja so dämlich dazu. Meine Klone sind viel zu dämlich dazu.
Ist ja das Schlimme. Ja, Kuh geheilt, das ist schon. Wenn der so doof war und mir reingelatscht ist. Achso, mehr ist nicht. Ich habe zu wenig Leute für einen Hausmeister. Kann man so auch sehen, ne? Genau. So, mehr haben wir ja nicht. Hier haben wir noch Lithium. Ach komm, das wollen wir auch noch hoch. Wir müssen immer dabei sein. Und dann geht's zum Hangar. Wie gesagt, muss nebenbei aufpassen, dass die Pilze nicht wieder wachsen hier. Das ist komischerweise nämlich nur hier. Also zum Glück, eher gesagt, zum Glück ist das nur hier. Bevor es das hier auf der ganzen Station ausbreitet, da krieg ich die Krise. Lieber einen Haufen Verteidigung aufbauen als die ganze Schiff im Arsch. War so besorgt. Willkommen im Stream. Seid gegrüßt. So. Noch ein bisschen Lithium mitnehmen. Ach, nächste Woche ist es soweit, ne? Genau, nächste Woche Freitag ist dann soweit. Dann kommt Anthem oder Ansem oder je nachdem, ne? Also ich muss mal Anthem aussprechen. kommt's raus am 22. Ja, bin gespannt, wie es wird, wie das Endgame, also das Fullgame dann ist, ob man sich wirklich frei bewegen kann, wie die Missionen sind. Ich bin gespannt, ist mal was Neues. Im Gegensatz. Division ist auch was Neues. Also Quatsch, Division. Division 2, ne? So nicht schlecht. Auch schon mal reingeguckt. Anthem gesprochen, okay. Es zappelt noch. Es zappelt noch. Es zuckt noch. Haben wir noch mehr? Nö. So, und das war's. Und da haben wir jetzt. Oh, 58 von 60. Hier möchten wir was tun. Und zwar möchten wir hier mal noch ein paar Leger hinbauen. Korridor. Hier möchten wir mal Leben. Crew. Ein Lager können wir noch bauen. Ein Lager. Achso, wegen Energie. Ach nee, warum denn das? Doch, stimmt, wegen Energie. Turrets, genau. Wir bauen jetzt Turrets 3. Drei, sechs, neun. Noch irgendwo? Nö, aber ich werde die mal hier entlassen. Job dismissed. Dismissed. Bevor die mir hier krank werden. So, Werkstatt. Hier ist zum Glück auch nichts. So, Energiebarrieren kann ich bauen. Und Schwefel. Und dann
Noch ein paar Energiebarrieren. Ha, können wir ja. Sehr, sehr nice. So, hast du schon eine Idee, wo wir die hinstellen? Auf alle Fälle ins Depot müssen wir nur ins reinstellen. Access granted. Halt. Access granted. So, wir müssen auf alle Fälle ins Depot müssen wir uns hinstellen. Ich gehe mal kurz hier gucken, ob noch mal Pilze gewachsen sind. Wenn ich gerade noch mal Pilze wachsen, okay. Raffinerie und Hangar. Hangar. Meinst du im Hangar jetzt hier oben oder unten? Also ich könnte auch hier vorne noch welche hinstellen. Wie viel haben wir denn? 4 Stück. Wir setzen erstmal eine Raffinerie hinten. Oben. Also, ich weiß, wo du meinst. So, da würde ich erstmal hier ihn hinstellen. Ne? Der hat so ein bisschen Eingang hier. Und dort vorne. Hier so im Blick. Der hat hier so im Blick. Und da vorne, perfekt. Das müsste eigentlich reichen. Hier im Depot wäre man noch. Der ist nämlich hier. Der würde ich hier mal noch ihn hinstellen, aus Gründen. So, warte mal. Ich wollte noch eine Energiebarriere aufstellen irgendwo. Irgendwo wollte ich noch eine Energiebarriere aufstellen. Wo war denn das? Stimmt, ich kann ja hier rauskrabbeln. Wollte ich hier nicht noch eine? So. Und du mal. Hier noch eine hinstellen. Die hingestellt. Hier so an der Wand. Hier noch eine hinstellen. Da ist eine Barriere. Hier haben wir keine Barriere. So, haben wir noch zwei Barrieren haben wir noch. Hier ist eine Zugang Depot. Ja, müsste auch gehen. Hier unten ist zu, da ist zu, perfekt. So müsste es eigentlich auch funktionieren. Man kann auch Barrieren eigentlich hier direkt hier so, hätte ich hier ins hinstellen können. Da werden die Knotenpunkte, kannst du dann nämlich einwandfrei beschützen. Weil die sich erstmal durch das Schutzding erstmal durchnagen müssten. So was kann man eigentlich in Raffinerie, genau. Ich lasse es heute. Man könnte was denken, dass ich irgendwas Angst habe. Naja. Ja, kann man. Kann man das so sagen? Nachdem man mal einen mega Crash erlebt hat. Untätig. Nachdem man einen mega Crash beim ersten Mal erlebt hat,
Ich schicke mal so runter, ohne dass ich muss. kann man so sagen. Ja gut, ja, na gut, zwei Crashs. In. Crewmitglied krank. Oh oh. Gar nicht gut, wenn er mit der durch die Bude kommt. Oh Gott. Shit. Gehen wir klar mal hier unten gucken hier. Achso. Gehen wir gleich mal gucken, ob hier irgendwo Crewmitglied krank. Gottes Willen. Okay, okay, hier ist noch alles gut, hier ist noch alles gut. So, jetzt habe ich den ganzen Bereich natürlich. Gottes Willen. A crew member has been killed. Verbleibende Crew 4. Wie kommst du da nicht hoch? Das ist oben. Verdammter Mist. Hier rennen sie rum. Oh nee. Ist der ganze Abschnitt hier. Ach du heilige Maria. Ach du Scheiße. Ich habe die Knoten nicht gesehen.
Oh nee, das ist nicht mein Ernst. Oh, fuck. Dann bis morgen. Items entdeckt Helix. Okay. Das nächste. Artefakt. Nicht schlecht. Schwere Pistole. Dann haben wir einen Flammenwerfer haben wir entdeckt. Dann haben wir ein Anzug-Upgrade, Ampulle erhöht Rüstung um 5%. Nicht schlecht. Nur Sturmgewehr. Und was haben wir noch? Achanoid DNA dieses Kreatur verbessert Intelligenz und Geschwindigkeit. Bla bla bla. Genau. Gut. Naja. Schade eigentlich. Was? Bis morgen. 9. Neue Mission. So, was nehmen wir diesmal? Hundert Mechanics eindringen. Naja, das hat man nicht ganz geschafft. Mache ich definitiv, also. Nehmen diesmal das hier. Und diesmal können wir ja auch uns vier Sachen auswählen. Was haben wir noch? Dann haben wir noch das Sturmgewehr. Dann haben wir noch das hier noch und noch einen Flammenwerfer hab auch noch. Was nehmen wir noch hier? Alien-Sichtung. Schaden pro Sekunde 200. Ich nehme noch diese Waffe. Irgendwie. Eieiei. Naja, macht ja nichts. Machen wir nur von vorn. Das heißt, viel Schwefel und Lithium sammeln und das Schiff ringsrum erstmal abschotten. Mit Waffen. Unterirdisch wie überirdisch. Ich habe nämlich den ganzen Hangar abgeschottet. Aber ich hätte auch vorne abschotten müssen. So. The corridor connects modules and is available in different designs. Make sure you balance the ship's layout between security and efficiency. Ne, brauchen wir nicht ganz so viele. Ich würde mal. Den hier rausnehmen. Das Modul muss mit dem Hauptrechner verbunden sein. Okay, wir brauchen auf alle Fälle erstmal. This is a greenhouse. Treibhaus, das bauen wir hier hin. Das Modul aber das hier vorne mit abschotten, oder? Machen wir das so? Different life forms also demand different biosphere components to survive on this ship. Dann brauchen wir einen Traktor. To compose a certain biosphere, we need special plants. Superior genetics cloning technology is not configured for the creation or reproduction of plants. This means that we need to protect our plants at all costs.
Dann bauen wir hier hin. Aber warte mal. Wir haben eigentlich Materials will be directly moved to the ship's storage. No deposit and no refinery required. Ein Traktorstrahl. Dann brauchen wir. This is the refined storage module. Brauchen wir ein Lager. Production-ready materials leave the refinery and will be stored. Die würde ich wieder hier hinbauen. Keep an eye on our refined storage capacity. If we run out of space, the refining process will be placed on hold. Our refined materials are the source for shipbuilding, weapon and ammunition supply. So, dann brauchen wir unten Crewquartier. Das Crewquartier. This module grants access to the service tunnels of the ship. Make sure that you all the lift module grants fast access to higher or lower decks of the ship. Dann machen wir mal hier hin. Wenn du mal hier mal Crew-Unterkünfte. Each crew member needs a slot in one of these modules. Du mal hier hin mal. Und jetzt, ich weiß nicht wieso, aber ich baue mir noch eine Werkstatt. Here we research and construct weapons and defenses. You can also configure the weapon racks with your favorite selection of weapons. Und die Werkstatt machen wir wieder. Assign engineers to the workshop in order to speed up research processes. Hierhin, warum? Turbolift, weil das hierhin passt nicht. Hierhin müsste ich verlängern. Hierhin dürfen wir es nicht anschließen. Da könnte ich zumindest hier nach hinten raus nochmal verlängern. Hier müssen wir erstmal Eisen sammeln. Depot und Raffinerie. Eisen sammeln. Da müssen wir erstmal Eisen sammeln. Eisen. Na gut. So, und da würde ich sagen, da haben wir das erstmal so weitgehend, oder? Auf alle Fälle müssen wir hier alles abschotten. Und das Ding hier unten müssen wir. Gott, das. Egal, kriegen wir hin. Nicht so unmöglich. Schiff umbenennen. Bloody. 1, 2, 3. Und Spiel starten. Es geht wieder los. Oh yeah. So, Intro überspringen kennen wir schon. Alfonso ist meiner. Alfonso ist befördert worden. So. Stimmt schon, ich muss mehr darauf achten, gibst du recht. Ich muss echt mehr auf diese Knoten achten. So, hier haben wir ein bisschen was. Wo ist denn jetzt der Scanfreund? Ach, jetzt sind die hier unten, die Dinger. Na gut. Ich helfe dir mal bitte mit dem Scan hier. Naja, da fangen wir eben mit von vorne an. Ist ja nicht. Naja, ist ja nur halb so tragisch. Aber auch wenn ich die Knotenpunkte repariert hätte. Die waren trotzdem ratzifatzi überall gewesen, ne? Die haben sich ratzifatzi verbreitet.
Weil irgendjemand hat die Krankheit nämlich über die Schleuse nämlich hinausgeschleppt. Und deswegen waren sie dann nämlich in da gewesen, wo sie gar nicht hin sollen. So. Kann der andere erstmal weitermachen? Hier, genau, die waren immer in Unterkunft oben. Und die haben sich dann, wie gesagt, verdammt schnell ausgebreitet. Egal, ich hätte in die Unterkunft gehen müssen und hätte die Unterkunft erstmal platt machen müssen, das zwischendrin, die Knotenpunkte zwischendrin mit reparieren müssen. Ah, das ist, stimmt schon. Aber na gut. Hätte, wäre, wenn, nützt nur nicht, ne? So, nichtsdestotrotz, du mal erstmal hier das Zeug hochholen. Job assigned. Job assigned. Dumm, 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 dumm. Überlebensanleitung. Ich brauche hier die Überlebensanleitung. Ach stimmt, jetzt habt ihr die schwere Waffe hier übrigens. Was? Hallo? Geht schon gut los am Anfang, ne? Geht schon wieder perfekt los hier. Glaubst du, das hat sich schon wieder irgendeiner reingeschmuggelt? Dann dreh ich durch. Das ist das kürzeste Spiel, was ich hatte. Ah, ich hab den Biotank, ich weiß schon. Ach, warte mal. Habe ich nicht zufälligerweise. Warte mal, warte, 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 warte. Die können wir weitermachen. Gehen wir in die Werkstatt. Ich hab doch hier. Ja. Können höchstens von der Werkstatt dann da drüben. Treibhaus, Turbolift, Zugang, Traktorstrahl, Werkstatt. So, du musst da noch jetzt hinstellen. Hätte ich fast vergessen. So, weiter geht's ja hier noch nie. Ich tipp's mal mit. Mach alles ein bisschen einfacher. So, wie gesagt, ist alles zufallsgeneriert. Mal sehen, was wir jetzt so ringsrum alles haben. Beim letzten Mal hatten wir ja nicht so viel Material ringsrum gehabt. Das, was man braucht, haben wir den Grund gefunden. Mussten wir erstmal ziemlich, mussten wir erstmal ein Stückchen reisen. So, mehr haben wir hier nicht. So. Mehr ist nicht. Ach, siehst du, auf dem Planeten runter können wir nicht. Weil da fehlt uns ja noch
Der Hangar fehlt uns noch. Und ein Depot. Ein Hangar brauchen wir noch Eisen. Boah, noch zwei Eisen, ich will kaputt, ey. Ein Depot brauchen wir auch. Und das braucht drei Eisen. Eine Raffinerie ist das eine. Welcome to the deposit module. Raw materials from the hangar will be moved here. Ach, das sind kleine. Das sind diesmal kleine. Gottes Willen, das sind diesmal kleine Depots mit 8 Stück. Boah, ich gehe feste. And further harvesting will not be possible. Bauen wir auch nur eins. This is the refinery. Zumindest ist die Raffinerie wieder groß. This process takes time. Das kann man so nicht hinsetzen. To increase refining speed, assign engineers to work in the refinery. Depothammer. Hangar 5. Das machen wir jetzt. Du machst mal die Raffinerie brauchen wir sowieso. Das bleibt nicht aus. Das bleibt nicht aus. Ein Biotank wäre aber auch gut. Ich brauche erstmal Rohstoffe. Lager und Depot. Ich habe keine Versorgungsschachtel. Dann bringt die Abschottung. Nicht viel. Egal. Ach, egal, dann holen wir erstmal hier das Lithium. Das Lithium, wie viel Platz haben wir denn noch? Dann holen wir das Lithium noch hoch und dann gucken wir mal. Lithium können wir noch ein paar Energiebarrieren bauen, ja, das können wir machen. Wir müssen sowieso Eisen sammeln. Wir brauchen auch Klone, was wir machen. Also, oh, das ist jetzt schwierig. Was du als erstes bauen? Hangar und Raffinerie. Und dann später die Klone. Und dann Biomasse, eigentlich erst Biomasse und dann Klone. Weil ohne Biomasse kann ich keine Klone herstellen. Das stellt ihn immer natürlich schön für den nächsten. Nächsten Aufgaben. Ja. Ja. Diese Klone wieder, ey. Schlimm. Weißt du, was aufgefallen? Das war vorher, wo wir angefangen haben, war der Boden noch nicht so, ne? Ja, ist das so geworden. Ich könnte wetten, du hast vor uns bestimmt in den Bildschirm gesagt, Junge, Energieknoten, die Energieknoten hast du vergessen. Ich
halte mich gerade ein bisschen selber in den Arsch, weil ich gerade so schön weit war. Muss ich drüber nachdenken jetzt. Naja. Gibt Schlimmeres, oder? Kann das sein? Die Knifte hat es aber in sich. Viere noch. Ich muss den Klammern gucken, was die eigentlich an. Klonprobe Grau 1, okay. Ich muss dann gleich mal gucken. Das stimmt schon. Was? Genesis Kandidat? Was? Es gibt ein Genesis Kandidat? Genesis Mission. Ach so, ich muss. Erforderliche Crewmitglieder, 90 Stück. Und die Schiffs müssen N2O haben. Aha. Also für diese Mission müssen brauche ich 19 Crewmitglieder von Razero mit N2O. Ja, das ist ja mal interessant. Also kann ich im Endeffekt. Puh. Es gibt mehr Genesis-Kandidaten. Ja gut, ich stimme auch schon wieder. Aber ich habe erstmal nur einen gefunden, oder? Ach nee. Oder? Job dismissed. Werkstatt. Waffen. Ach so, guck mal, die sind sogar noch alle da. Ich müsste die nur in den Schrank reinschmeißen. Energieschrotflinte. 1. Aha. Im Schrank. Energiebarrieren, Munition, Patronen. Brauchen wir Schwefel. Schweres Kaliber. Brauchen wir Iridium. Also bringt mir die Waffe, die ich gerade habe, so viel wie Bohnenkraut. Ach nee, das ist eine Schrotflinte. Ich hab eine Schrotflinte. Warte mal. Ich hab eine Schrotflinte. Da braucht man Schwefel. Na gut, okay. Gut, gut, gut. Und die hat 100. Das ist die Schrotflinte, die ich in der Hand habe. Das ist das Sturmgewehr mit 200 Schuss. Da wird aber nichts werden, weil die kann ich die Munition nicht herstellen. Oder? Die hat 200, das ist die Energiewaffe. Die könnte man eigentlich erstmal nehmen. Dum, 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 dum. Was? Roboter? Wer will noch einen Roboter? Hab ich drauf ge- Scheiße! Eii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 
jetzt habe ich die letzten 5 Eisen verbraucht. Oh, nee. Oh, tut das gerade weh. Autsch. Oh, das tut gerade weh. Ui, 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 ui. Kann man das nicht abbrechen? Oh, nee. Mit Profis arbeiten. Das ist heute nicht mein Tag, vermute ich gerade mal so ganz stark. Oh, heilige Scheiße. Access granted. Nee. Ne, ist ähnlich. Nee, nicht ganz. Schon viel besser. Zip. Access granted. Eieieiei. Das kann auch nur mir passieren, halt. So. Quatsch. Ah, das ist wieder so ein. Na gut, so geht's auch. Ach nee. Okay, so. Jetzt haben wir natürlich das ganze Eisen vermehrt. Das habe ich natürlich. Naja, gut. Okay, also das heißt, dass wir reisen erstmal woanders hin. Ins Lager wollte ich nie. Hier geht's zur Brücke. Ich habe hier nicht mal einen Wartungsschacht eingebaut. Ey, wenn immer hier was, egal. So. Was haben wir hier Schönes? Ey, ich denke, der hat alles gescannt. Sag mal, hallo, sag mal, hast du Urlaub gemacht hier oder was? Sag mal, was hast denn du eigentlich noch so für Hobbys? Jack. Sport und Zocken. Was machst du denn so schönes sportlich? Eisen. Hier haben wir Eisen und Schwefel. Strahl. Habe ich die entlassen, ja, ne? Job assigned, job assigned. Du machst gerade Winterpause, okay?
Ich meine, warum nicht? Muss ja alles gemacht sein, ne? Fitnessstudio. Finde ich cool. Ich tue ja noch, also ich bin also so wieder geworden nach 20 Jahren wieder angefangen angeln zu gehen. Übelst cool. Jetzt brauchst du ein bisschen das Wetter noch ein bisschen besser werden. Jetzt muss das Wetter noch ein bisschen besser werden und dann schauen wir mal weiter. Na kommt schon, Jungs, habe ich den ganzen Tag Zeit hier. So. Naja, so alt bin ich nie. Aber sagen wir mal so, ich gehe ja, ich habe einen Hauptjob. Ne? Ich will auch arbeiten, ich gehe auch arbeiten. Das ist nicht gerade einfach und ich brauche meinen Kopf einfach. Dann habe ich ja noch mein eigenes Geschäft. Ne? Also ich bin noch selbstständig als Kleingewerbe nebenbei. Und naja, und Familie eben. Und dann braucht man eben, wie du eben das Fitnessstudio bestimmt für dich nimmst, habe ich eben das Angeln. Und ja, Angeln ist eben für mich so Entspannung. Ideen finden. Hey, nächstes. Ach, nächstes. Hast nichts verpasst. Ich habe nur ein neues Schiff bauen müssen. Das andere ist mir vorhin in die Luft geflogen. Weil ich vergessen habe, die Knotenpunkte mit zu reparieren nebenbei. Ach nee, ich muss mal die Knotenpunkte schützen. Ja, genau. Aber ja. Ich habe so schöne Sachen gefunden und Planeten gewesen, wo eigentlich gerade dabei Pflanzen zu sammeln. Das wo man den nächstes Vorhaben und dann ist ein Crewmitglied krank geworden und dann sind sie fiester in die Unterkünfte reingekommen und das habe ich zu spät mitgekriegt, beziehungsweise habe die Knotenpunkte nicht repariert. Jack hat bestimmt ganz kräftig in die Tastatur gebissen und hat gesagt, du Volltrottel! Ich hab's natürlich nicht gehört, ne? Ist ja eine ganze Weile. Ja, Angeln ist wirklich sehr beruhigend, ne? Gerade ist es schön, wenn man so am Wasser ist und den Fischfang so als Belohnung sieht, sagen wir mal so, mit. Einen Fischfang so nebenbei als Nebenbei-Aktion sieht, ne? Also wenn man das so nebenbei fängt, währenddessen man das eigentlich so entspannt tut und nicht nur auf diesen Fisch aus ist, kann man eigentlich sehr viel, das ist eigentlich schon sehr entspannt, ne? Ist wie als wenn du ans Meer fahren würdest und dort im Endeffekt ja, das Meeresrauschen hörst und so. Das kannst du am Wasser, im Angeln auch haben, am Deich haben oder so, oder am Fluss. Ist übelst cool. Sehr beruhigend, sehr entspannt ist das. So, wir haben noch 6. Es sind 8 Schwefel drin. 6 Eisen. Gucken wir mal, was wir bauen können. Rohstoffe. Das können wir zumindest erstmal einen Hangar bauen. Das ist schon mal gut. Ist ja eigentlich egal, wo wir das Ding hinbauen. Jetzt brauchen wir noch eine Raffinerie und brauchen wir noch mal 3 Eisen brauchen wir noch. 3 Eisen. Aber ich kann erstmal Schwefel hochholen, um erstmal eine Verteidigungsanlage aufzubauen. Ne? Braucht man Schwefel dazu, genau. Ja, müsste so sein. Nö, ansonsten war ich auch leidenschaftlicher Gamer gewesen. Ja, Lehre beendet und
dann Spielen angefangen, als ich Gamer gewesen. Ich war ja leidenschaftlicher World of Warcraft-Spieler. 6 Jahre lang. Ich habe angefangen, Let's Plays zu machen. Oh. Aber nicht für World of Warcraft, also später dann Let's Plays gemacht. Ist schon. So, ne? Und irgendwann bin ich dann sozusagen vom Computer weg letztes Jahr und bin jetzt bei der Konsole hängen geblieben. Naja. Und zum Angeln gekommen eben, ne? Jemand beim Angeln zu schauen ist noch langweiliger. Ja, das kann man so sehen. Naja. Beim Angeln, naja, es ist schon. Gut, wenn man nicht mitmachen kann beim Angeln, also ist das schon. Ja, würde ich auch langweilig finden. Wenn du nicht selber mal nichts machen kann, ne? Aber wenn man eben mitmachen kann, ist schon cool. Meine Tochter hat ja auch schon mit 4 Jahren letztes Jahr ihren eigenen ersten Fisch gefangen, weil sie angeln wollte mit mir. Hab schon lange gegeben, durfte sie mal angeln. Also, ist eine Masteraufgabe dabei gewesen, übrigens cool. Hat sie ihren ersten Fisch geangelt. Nunu. So. Nichtsdestotrotz hätte ich auch ein kleines Anliegen an euch, an all meine Zuschauer. Ich würde mich riesig mega freuen über jeden Empfehlung und Follower, denn ich bin wieder dabei, diesen Kanal aufzubauen. Also von YouTube sozusagen gehe ich weg. Der YouTube-Kanal wird bei mir aussterben sozusagen, weil YouTube einfach, ja, das ist für mich Geschichte, YouTube. Und ich bleibe bei Twitch hängen. Twitch wird sozusagen für mich der Kanal bleiben, der für immer bleibt. Was? Und ich würde mich mega freuen über jede Empfehlung, Weiterempfehlung, jeden Follower, ja, um einfach auch diesen Kanal wieder mit nach oben zu kriegen. Dann muss ich mir noch einen PC zulegen. Nee, die PlayStation macht das auch in 1080p. Kommt aber drauf an. Ich glaube, die Pro müsste es rein theoretisch hinkriegen. Oder man streamt über eine Capture Card. Das geht auch. Dann hast du auch 1080p. Ich weiß, weil die normale PlayStation, die macht nur 720p. Und 1080p müsste man über eine Capture Card machen, also nicht über die PlayStation streamen, sondern eben über eine Capture Card im Endeffekt streamen, und dann kannst du dann bis zu 1080p rauskriegen. Angeln ist im Grunde ein Bierchen zu trinken, naja, nicht immer. Sagen wir mal so, ich trinke ja so gut wie kein Alkohol, ne? Also ich bin davon echt geheilt. So, Verteidigung, Geschütztürme, 3, 6, sehr schön. Was, mir einen PC anzuschaffen oder was, um 1080p zu streamen? Schade, den fällt ein Lithium. Zugang, Treibhaus. Warte mal, wo hab ich denn das Ding hingestellt? Da ist der Hangar. So, hier werden wir das wieder so machen hier. Aber diesmal werde ich den Knotenpunkt mit dazu nehmen. Perfekt.
Dann werden wir hier das Ding wieder hinstellen. Und das Ding hier hinstellen. Ne? So, perfekt. Ja, das heißt Capture, ja, ist ja gut. Hatte ich mal, ich hatte mal eine Capture Card. Naja, die Capture Card hat man ja eine Elgato hatte ich mal, eine externe. Ich weiß es noch nicht. Lasst mir mal Zeit damit, okay? Sagen wir mal so, wir müssen ja noch nicht mal bei der PlayStation 5, die wahrscheinlicherweise nächstes Jahr rauskommt, was dann damit passiert, ne? Also. Brücke, das ist untätig. Job assigned. Untätig. Traktorstrahl. Den könnte ich mal in die Werkstatt stopfen. Entlassen. So, gehen wir jetzt mal hin. Ein Eisen, ein Fundort. Wieso, Nick? Harvester Destination set. Puh. Dum dum dum. Es geht los. Wieder nach unten. Na klar, das kriege ich immer irgendwie hin. Das ist genauso für mich entspannend. Wenn ich nicht angeln gehen kann, dann gibt es eben halt Livestreams. Und ich meine, ich gehe ja nachts nicht angeln, ne? Also abends. Vielleicht, wenn die Zeiten ein bisschen länger sind, dann gehe ich vielleicht abends ein bisschen länger angeln, ja. Aber ansonsten. Ansonsten hat man abends, ich gehe nicht jeden Tag angeln, ne? Nicht jedes Wochenende. Zumindest zur Zeit nicht. Das wird eine Weile dauern, bis das soweit ist. Aber man kann das zumindest, ist es möglich, also was hinzukriegen, ne? Also ich könnte nur sagen, ja, ich war halt angeln gewesen und macht nebenbei, wie gesagt, noch Streams. Die wollte ich sagen. Es gibt auch noch andere YouTuber zum Beispiel. Ne? Hat auch noch jemanden abonniert? Oh, danke dir. nee, ich bin nicht Multiplayer, leider nicht. Cool, wäre cool, ja. Gäbst du recht. Wie soll ich sagen? Hier hinten ist es. Ich kenne YouTuber, die sind genauso Angler. Ne? Also die gehen auch angeln. Das ist einfach Entspannung für ihn selbst. Und kriegt man den Kopf frei und dann hat man abends dann mehr Elan und Lust und bringt also richtig geil rüber, wenn man eben halt so entspannt eben halt mal spielen kann. 80%. So, was haben wir denn? Eine Schrotflinte. Hatten wir doch schon. Stimmt, cool, wäre cool. Und dann am besten noch plattformübergreifend. Wow.
Du Sack, du Elender. So, wie viel haben wir gesammelt? 3. Könnten so mal aktivieren die Bildschirme. Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht, ich bin, es sind ja manche Spiele dann doch noch im Multiplayer oder Co-op-Modus da noch gekommen. So, ich bleib trotzdem noch kurz hier unten, um die letzten Proben noch zu kriegen. In der Badewanne. Ja, das ist gefährlich. In der Badewanne kann man so schön. Herrlich. Schön drinnen liegen. Ruhe genießen. Mensch. Jetzt geht es wieder los. Klonproben sammeln hier. Naja. Am Samstag geht's für mich auch wieder los. Angeln gehen. Mit ein paar Kumpels. Das war knapp. Sag mal, Nick, wo tust du mir jetzt followern? Tust du mir jetzt auf der PlayStation tust du mir followern, ne? Nicht bei Twitch direkt, oder? Das habe ich nämlich noch nicht so ganz rausgefunden, ob das bei Twitch dann auch mitzählt. Ich meine, ich bin wie jeden Follower, bin ich glücklich. Weil bei Twitch bin ich noch nicht so ganz hochgestiegen, wie das bei denen funktioniert. Sag mal, wo kommt denn die her hier? Alle um die Ecke oder was? Daddy. Also ich bin eher jemand, der jetzt haben wir alles. Ich bin eher jemand, der da lieber duschen geht, ne? Ich gehe dann eher, sagen wir so, eher im Winter lieber in die Badewanne. Wenn es manchmal richtig, richtig hundekalt ist und ich keine Lust habe, unter der Dusche zu stehen, dann gehe ich auch mal in die Badewanne. Eine schöne heiße Badewanne, schön kochen lassen. So, ein Eisenhammer. Na gut. Das bringt uns aber nicht viel, weil wir haben keine Raffinerie. Fehlen uns 3 Eisen immer noch. Ach ja, das super Revolver-Ding haben wir auch noch, siehst du? Ein bisschen Suppengrün. Wie wär's noch mit ein bisschen frischen Fisch? Frischen Fisch. Was haben wir denn noch so schön für Planeten hier? Hier gibt es Schwefel und Uran. Ich meine, mein Depot ist eh bald voll, ne? Also, ich könnte maximal hier alleine runter machen und könnte das Fund, einen Fundordner holen. Da müsste ich die aber entlassen. Uran brauche ich nicht. Ach komm. Es kann nie zu warm sein. Okay. Ich kann das gar nicht aussprechen. PSN, alles klar, danke dir. So, na gut, dann machen wir das. Dann machen wir das so hier. Du musst jetzt nur ihn mitnehmen. Sammelt nämlich nicht ganz, oder?
Ach komm, wir lassen alle Bilder hier. Ich will nur das Ding mitnehmen. Ach halt. Ich möchte schon anklicken, wohin ich möchte. So, den Fundort nehmen wir mit. PlayStation Network. Aber wenn du... Keine Ahnung. Ist mir im Endeffekt auch egal. Ich bin über jeden Follower bin ich sehr, sehr glücklich. Besonders, ich bin ja, wie gesagt, du ja alles verfolgen, was über Mädchen, YouTube und Livestream und Kanäle und was so in der Umwelt passiert. Gerade auch zwecks Artikel 13, der ja zurzeit. Ach du Scheiße. Gott, das wird ja echt ein Hammer. Ich brauche Munition, nützt nicht. Hier kommt man ja gar nicht zur Ruhe. Ich muss jetzt ihre Teile noch finden. Hier. Konzentrieren. Eigo, konzentrier dich. Complete. Nehme ich doch gerne mit hier. Und jetzt schnell wieder weg hier. Okay. Ist egal. Puh. Das war knapp, ne? Jack. Das war... Hast du die Kreaturen schon mal gesehen? Die waren aus Eis gewesen. Das waren solche Eistypen. Interessant, ne? So, haben wir jetzt mindestens diesen Fundort auch noch mitgenommen. Ach, das waren Holos, okay. Ich sehe schon, du kommst dann. Die sind nicht gefährlich. Das sagst du. Du weißt, ne, zwischen gefährlich und gefährlich, das sind zwei verschiedene Dinge bei mir. Alles klar, Nick. Macht nicht. Bäh. Das stimmt, die sahen schon bedrohlicher aus als diese Würmer, ne? So, und gucken wir mal hier in diesen Quadranten. Was haben wir denn hier so Schönes? Hier ist noch... Ach stimmt, hier waren wir ja schon. Was haben wir hier? Kupfer.
Lithium, Eisen. Kupfer, Lithium, Eisen. Ja. Lithium, Uran, Eisen. Schwefel, Uran. Oh, eine grüne Pflanze. HCI. HC1, sagen wir mal so. Ein 6 Eisenerz. Das wird interessant. Da fliegen eben da mal hin. Alles klar, Nick. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Sieht schon interessant aus, ne? Wenn man es mal so sieht, wie man das hier baut, ne? Also, wenn man mal sieht, was man da gebaut hat. Gerade, dass man es auch so schön durch die Biosphäre hier sieht. Zugang. Traktorstrahl. Und zack. So, kommt mir her hier. Untätig. Untätig. So ist der andere untätig. Wir haben noch einen Untätigen. So haben wir noch einen Untätigen. Das wüsste ich auch mal gerne. Und eine Krippe und Alex explodiert. Das stimmt. Wir brauchen erstmal Eisen. Stimmt, die waren ja wie gesagt vor uns schon mal viel größer gewesen, ne? Also. Und eine Krippe und alles explodiert, genau. Junge, ich schieße in den Schädel. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Resource acquired. Zack. Da da di. Du machst mal das Eisen sammeln für die Raffinerie, dass wir die Raffinerie erstmal bauen können. Dann du mal gucken, dass wir Schwefel herkriegen, dann du machst mal noch Verteilungsanlagen bauen. So, das Coole ist ja, der Knotenpunkt da drüben, der ist ja erstmal verdeckt. Da kommt die ja erstmal nicht ran. Ich bin auch diesmal dabei, die ganzen Knotenpunkte erstmal zu sichern. Dass sie da erstmal nicht rankommen. Ich muss dir alle sagen, also ich tue lieber erstmal die ganzen Knotenpunkte erstmal schützen. Weil wenn die Knotenpunkte kaputt sind, ist das Raumschiff im Arsch. Wie gesagt, ich hab ja gelesen, dass das wirklich nicht einfach ist. Ne? Also ab einem gewissen Punkt ist das schon ziemlich stressig und schwierig. Alles zu schützen und so, weil auch die Gegner stärker werden und heftiger werden. Aber naja, es ist nun mal ein Spiel, ne? Also. Ist nun mal so. Dafür ist es auf dem PC wieder anders. Auf dem PC kannst du sozusagen, sag mal in Anführungsstrichen, mogeln. Ne? Also es gibt ja genug Möglichkeiten, dann das Spiel auf dem PC zu manipulieren. Ich soll nicht jetzt schießen, dass du das machst, check, ne? Aber es gibt Leute, die machen das dann. Kupfer. Lithium. Ich glaube, die Lithium nehme ich eher mit. Was? Rock? Ach so. So, wie viel haben wir es denn? Viertel 11. Ja, Kupfer hole ich auch noch. Also Kupfer kommt auch noch mit. Das ist auch kein Problem. Kupfer kommt noch. Ach, du erstmal das Lithium hochholen und dann
Das stimmt schon. Aber du, nächstes, ich muss dir alles sagen, das hatte ich gar nicht gedacht, es gibt für die PlayStation gibt's auch Kerbal Space Marine. Quatsch, Kerbal Space Marine sage ich schon. Recht denn von. Na hier, oh, ich hab's vergessen. Genau. Mein Gedächtnis heute. Na, wie hieß es? Oh, helf mir noch zu springen, Nexus. So, gucken wir mal ganz kurz, ob irgendwelche ungebetenen Gäste da sind. Danke, Jack. Nee, Take on Mars leider nee. Gut, ist noch alles okay. Take on Mars leider nee. Oh, wie hieß denn das? Mit den kleinen, oh, mit den kleinen Kürbels hier. Oh. Mit Jebediah und so. Oh, wie hieß denn das Spiel nicht? Ich hab's heute noch gesehen. Wo du so Proben sammeln musst im Weltall und so. Genau, Purple Space, irgendwas. Purple Space Programm, genau. Das habe ich im PlayStation Store gesehen. Das auf der PlayStation zu spielen, müsste rein theoretisch ja auch keine schlechte Sache sein, oder? Lithium. Komm mal her hier, du bist hier Job assigned. Untätig, du kannst mal hierher kommen. Kommt er jetzt oder kommt er jetzt nicht? Hallo! Hat mal Angestellte, sind sogar abgehauen. Und dann dringelt sich auch noch mein Monitor. So. Munition geht mir auch langsam aus. Geschosse, nee. Das hier. Lithium. Erstellt 8 Munitionskisten. Kiste Inhalt 60 Stück. Kann nochmal herstellen, ja. Okay. So, und jetzt haben wir genug Platz. Eben Platz fehlt uns dann. Warte mal, dann du erst mal die Raffinerie bauen. Okay. Raffinerie. Die nicht schon gebaut, nee. Die bauen wir hier dran und hier daneben bauen wir die ganzen Depots. Finde ich einfacher. So, Raffinerie haben wir jetzt. Dann können wir ja rein theoretisch. Werkstatt. Ich muss aber umdenken hier. Hangar. Dann können wir jetzt. Ach, Raffinerie. Ach, das ist die kleine Raffinerie, okay. Die müssen wir auch noch abschotten. Und zwar hier müssen wir abschotten. Genau das Stückchen hier muss man abschotten. Nee. Hallo Robot her. Der macht jetzt Eisen. Also noch nicht ganz Eisen. Ach, der macht Eisen. Warte mal, da müssen wir mal kurz
in die Werkstatt. Die ist genau hier gegenüber. Perfekter Platz. Access granted. Hab ich nicht Energiebarrieren? Ich hab's sogar mitgenommen. Ich bin ein Trottel. So, einmal. Und der lässt sich ja nicht ohne weiteres. So schützen, ne? Ah, so geht's um. Okay. Dann bleibt nur der hier unten übrig. Was einmal mit, da du weißt schon. Warte mal, ich häng gerade recht auf dem Schlauch. Warte mal. Job aside. Das stimmt. Stimmt, ihr müsst schon dran denken, hier brauchst du ja noch einen Ballermann hier oben. Gerade hier am Eingang, weil hier können auch die Biester rauskommen. Wieso ist denn hier die Raffinerie kleiner? Das würde mich mal interessieren. Was haben wir denn hier eigentlich an Ressourcen? Gar nichts weiter. Jetzt können wir runtergehen und können unten Ressourcen sammeln. Sprich, die Zwiebel aus dem Traktor-Dings können wir herholen. Und die könnten jetzt Kupfer müssen wir noch hochholen. Stimmt, halt, stopp. Das müssen wir noch machen. Die könnten die Eisenerz und das Ding hochholen. Ich flieg nicht mit. Das war aber ganz knapp gewesen jetzt. Eieiei. Dum dum dum. Ja, wer nicht mitfliegt, muss am Traktorstrahl. Meinst du, die kriegen das hier hinten hin, ohne dass hier alles verseucht wird? Ich hab da noch so ein bisschen meine Zweifel gerade, weil die Ecke hier noch offen ist. Können die mal ganz schnell durchflutschen. Kommen sie schon wieder. Was? No risk, no fun, das stimmt schon. Hier muss ich definitiv zumachen hier. Und die Knotenpunkte muss ich schon sichern. Guck mal hier, die Pflanze ist aber. Die Pflanze mitgebracht. Zwei Eisen sind da unten. Hey. Siehste, deswegen hier in diesen Depots hier immer eine Waffe reinstellen. Oder zumindest davor. Ich habe dran gedacht, den Knotenpunkt habe ich repariert. Aber ich will hoffen, dass jetzt nichts unten drunter ist.
sonst macht es gleich wieder Kaboom. Das möchte ich ja nicht. So, Pilze haben wir hier nicht, ne? Nee. So, wie sieht's denn aus? 8 von 20. Also können wir ja das Kupfer hier noch hochholen. New materials have been refined. Ja, das ist das dritte Schiff, da kann man schon mal dran denken. Ich glaube, das tust du mir den ganzen Livestreams, die ich noch mache, dann werde ich das Spiel noch vorhalten, oder? Das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich einen Knotenpunkt vergesse. Könnte ich mit dir wetten? Da könnte ich wetten, das wird nicht der letzte sein. Warte mal. Ich tue jetzt mal in Aktien hier. Ich muss den Hangar du mal abziehen. Wie viel Biomasse haben wir denn eigentlich? Ey, warte mal, halt, stopp. Wir könnten aber noch einen Biomasse-Generator bauen. Also ein Bio. Lebenssysteme, Treibhaus, nee. Verteidigung auch nicht. Rohstoffe, Biotank. Make sure we always have enough biomass installed. Könnte so schön hier reinpassen. Biomass tanks ready. Biomass is the basic material for every cloning procedure. Energie 68 Korridor. Biotank. So, dann haben wir zumindest einen Biotank. Könnte mir noch ein Lager. Ich bin mal so frei. Ich tue mir noch ein Lager gönnen. Ich gönne mir noch ein Lägerchen. Ah, mal wollen oder nicht. Rohstoffe, Lager. Davon kann man nie genug haben. Ja, wer kennt denn den nicht? Ne? Das stimmt. So, hat zumindest Biomasse. Biomasse sammeln, zumindest in Sinnen. Lithium, 2 Schwefel haben wir. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwas? Hier haben wir 9 Schwefel, Uran. Eigentlich müsste ich noch ein Depot bauen, weil so viel. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt automatisch zum, ob das im Endeffekt vom Refinerie transportiert wird, von den Robotern direkt ins Lager. Ich glaube eher weniger, ne? Also müssen das Lager ja eigentlich gar nicht so nah sein, ne? Wie war das? Nur das Depot eigentlich. Das Depot sollte schon in der Nähe von der Raffinerie sein. Alles gut. Stimmt, Kupfer braucht ich für den Reaktor. Oder einen neuen bauen, bevor man Energie ausgeht. Ach Mensch, wenn man dann so vieles denkt. So, noch mal eine Klonprobe von dem Bison. Hier unten irgendwas? Die Überreste, ne? Ach, nee. Oh. Kupfer, perfekt. Wie sieht's aus? Ach ja, ich glaube, einen Lagerplatz brauche ich mit Hinkopf machen.
Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, was bringt die Kupfer, was bringt die Verstärkung eigentlich? Korridor. Lebenssystemreaktor. Kupfer haben wir genug, Eisen fehlt mir noch. Mir fehlt noch Eisen, 2 Stück. Mir fehlen nur 2 Eisen. Werkstatt. Lithium. Du kannst nur noch Munition hermachen, das ist aber schön. Schwefel, Waffen. Nee. Wie sieht's aus? Oh, Munition haben wir erstmal. So, dann gehen wir mal zum Hangar. Wie sieht's hier aus? Ah, 3 Eisen, 9 Kupfer. Okay. Dann können wir mal rein. Wir brauchen Lithium und Uran. Er braucht nicht Uran, ich nie. Schwefel und Uran. Was tut Munition herstellen? Schwefel. 9 Schwefel, das sind 3, 6, 9, das sind 3 Waffen. Die wir hier machen könnten. Du machst es aber nicht alleine. Du nimmst mal noch den hier mit. So, du nimmst mal noch den hier mit. Gehst du jetzt mit drauf oder nicht? Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich werde mal hier drüben mitstehen, alleine schon. Alleine schon, um hier drüben mal mit Obacht zu halten. Eieiei, wir schlafen eine Bäder ein. So. Ach genau, im Juni oder Juli kommt ja noch ein schönes, geiles Game, Simulationsgame für die PlayStation raus, was ich mir definitiv gönnen werde. Und zwar ist das Core Mechanic Simulator 2018. Das habe ich ja auch auf meinem Steam Channel, also auf meinem Steam Account habe ich auch das drauf. Und habe alles mit mir von den Core Mechanics sozusagen zugelegt, die ganzen Add-ons. Und muss dazu sagen, ist schon ein geiles Game. Also Core Mechanics Simulator 2018 ist schon ein geiles Game. Und wenn es auf der PlayStation kommt, ich würde hoffen, dass da ein großes Paket kommt, dass dort im Endeffekt auch viel passiert. Ich wollte gerade sagen, tun die sich halt gegenseitig, die KI ist manchmal ein bisschen dämlich. So, und ich war glaube im Juli. So, ich könnte halt falsche Richtung. Raffinerie. Ich könnte schon mal sagen, hier, du sollst bitte Schwefelerz machen. Hat sich doch noch einer versteckt hier, hä? Den hab ich gar nicht gesehen auf der Karte. Oder Ansicht wechseln. So, hab ich gar nicht gesehen, du. Dude. Verteidigung.
Raumfahrt. Ich müsste immer noch gerne was man an Raumfahrt im Endeffekt erforschen kann, ja. Eine Kantine. Was bringt denn eigentlich, achso, so eine Verstärkung, was bringt denn so eine Verstärkung eigentlich? Kriegst du irgendwann Angriffe von außen oder wie weißt du, wie das läuft? Weißt du ohne, ja? Weil die Brücke kann ich auch verstärken. Gut, die haben wir jetzt hochgebracht hier. Müsste ja noch mehr unten sein, ne? Genau. Schwefel Harvester Destination und Site. Uran. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. New materials have been refined. Okay, Raffinerie. Schwefel. Aktorstrahl, Lager. Warte, warte. Währenddessen, die nämlich schnell unterwegs sind. Könnte ich nämlich noch einen Geschützturm. Schnell mitnehmen. So, haben wir es da unten zumindest auch mal einen kurzen Schutzgebiet. Da gibt es später Hyperantriebe. Ach so. Und damit die Hülle sozusagen vom Schiff reicht. Ja, da fehlt mir aber, da fehlt mir was. Da fehlt mir Material. Lithium. Da fehlt mir Lithium. Oh, mir fehlt nur eine einzige Probe, fehlt mir noch. In der Raffinerie. Ha. Oh Gott, das wäre doch fast mein Tod gewesen hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war knapp, ja. Ja, das ist durch die Raffinerie. Schon wieder. Ich muss mir unbedingt hier oben in der Raffinerie hier oben und hier unten muss ich mir eine Waffe hinstellen. Auf alle Fälle unten, weil die kommen nämlich auch runter. Hier haben sie sich auch geprügelt, ja? Nuno. Alles nicht so einfach. So, wie sieht's denn aus? Hier haben wir zwei Schwefel. Die sind doch immer noch Alarmbereitschaft, oder? Nee.
So. Nee, hier unten muss auf alle Fälle. New materials have been refined. Was hieß es? Die haben im O versucht eben 15 Punkte haben die nur. Vielleicht habt ihr selber drauf geschossen, dass das Fleisch durch mich kommt. Kann auch sein. So, gehen wir trotzdem hier mal gucken. Gut, hier ist nicht. Schwefel, warte mal. Werkstatt. Komm, tipp's mal schneller, ja? So. So, Depot. Raffinerie. Ab in der Raffinerie. Hangar. Hier wird schon scharf geschossen. Die Frage ist, stelle ich es oben hin oder hier unten? Geht's denn hier lang? Ach so, wie geht's denn hier aus dem Lager kommen die hier? Dann machen wir das so hier, dann machen wir das. Stellen wir das Ding hier so hin, in die Mitte. Dann hat das auch mal hier hinten Sicht. Und dann müssen wir eben sehen. Nur sobald das Ding nämlich aufgeht, kann nur passieren, dass hier mit Aliens rauskommen. So. So, ihr Säcke. Hätte ich bald gesagt. Puh. Geht nochmal nach unten. Und danach machen wir mal das Lithium. Noch ein paar Barrieren bauen können. Gerade auch für hier hinten, die Ecke hier hinten, müssen wir noch eine Barriere hinbauen. Also hier muss noch eine Barriere hin, damit die nicht hier reinkrabbeln können. Auch wenn im Endeffekt zwar der Schutz hier ist, die Waffe, aber trotzdem kann es passieren, ne? Und wie gesagt, ich will ja diesmal versuchen, jeden Knotenpunkt zu schützen. Deswegen eigentlich so wenig Tunnel wie möglich bauen. Und mehr Barrieren bauen, dass die Dinger geschützt sind, dass die erstmal die Knotenpunkte nicht vernichten können. Zwei Schwefel. So, jetzt kommen sie wieder. Das Schlimme ist ja, die Biester können sich auch noch im Erz verstecken, das ist es. Die können sich ja auch im Erz verstecken. So, und Klone muss ich bauen. New clone research unlocked. Ein Klonlabor brauchen wir. Und die Klonlabor. Es fehlt immer noch Eisen. Ich habe Eisenerz. Nicht Schwefelerz habe ich. New materials have been refined. Harvester destination set. Ich mal da runter. Ich gehe währenddessen mal schnell hier. Ja, hallöle. Schönen guten Abend. Werkstatt. Geschütz bauen. Komm schon. Zip. Mitnehmen und beeilen. Gerade abgeflogen. Und zack. Ne?
So. Na, wie geht's? So, hier lang? Gut, perfekt. New materials have been refined. Wieder Schwebel, sehr nice. Uran, wie gesagt, Uran soll eigentlich nicht wirklich machen. Hab eigentlich Uran mag ich gerade wirklich nicht. Oh, jetzt kommen sie wieder. Ich brauche Lithium. Wenn es da ist, das nächste Lithium, hat erstmal Lithium machen lassen, dann erstmal eine Barriere machen lassen, da drüben die Barriere schützen. Oh, Lithium ist dabei, sehr schön. Uff. Wow, hast du die Biester gesehen? Rock. New materials. Wo kommen die denn jetzt her? Ich sag doch, aus dem Depot. Ein Schwefel noch und ich tue in den blöden Gang jetzt eine Waffe hinstellen. Hier, jetzt mache ich das endlich mal. Ich stelle hier eine Waffe hin. Siehst du das? Blöden Biester. Was bin ich kontaminiert? Ich war kontaminiert. Lithium. Alter Schwede. So, hier haben wir jetzt geschützt. Schwefel. Achso, haben wir auch einen Schwefel. Hä? Den hast du gerade geschossen. Ja, das mit den Nestern kenne ich schon. Das habe ich schon festgestellt. Das ist schon immerhin schon mein drittes Schiff. Das ist schon mein drittes Schiff. Das Schlimme ist ja, die können jedes Mal auftauchen, ja. Überall. Ah, mein drittes. Ich hatte vor uns schon mal ein schönes, großes Schiff gehabt, wie gesagt, ne? Und dann... mit einem Schlag war es dann vorbei. Und das ging wirklich ratzi-fatzi. Beim letzten Mal. Nee. Turbolift. Lithium, wieder Lithium. Na gut. Gestorben. Ich kam noch nicht bis zum Genesis.
Geil wär's gewesen. Geil wär's gewesen. Kann es sein, dass ich mich gerade im eigenen Schiff verlaufen habe? Ich habe mich am eigenen Schiff. Naja, egal. Ich kann zumindest noch eine Energiebarriere machen. So. Zip. Da lang. Da lang. Da lang. New materials have been refined. So, das bringt zumindest einen kleinen Punkt. Die Schiffe unsinkbar 3 nennen. Du meinst wohl Titanic 5 oder wie? Eisberg voraus. Naja. Nur geringfügig. So. Lithium. Hier ist noch Eisenerz. Uran. Ich brauche den Uran. Mir braucht keiner Uran. So, ne, gut, alles gut. Alles gut. Hey, Roboter. Munition. Kann das sein, dass ich gerade ein kleines Munitionsproblem habe? Aber nur ein kleines. New materials have been refined. Uran, okay. Du hast wohl schon, das bist du schon im Genesis, also bist du schon im Genesis gewesen? Klingt bald so, hältst du das Spiel schon durch, oder? Ich bin. Alter Schwede. Toll, hat erstmal eine Waffe. Du kennst gerade mal die Grundlagen, okay? Komisch, im Lager gibt es keine Energieknoten. Die Viecher, die Fetten, die sind auch das erste Mal bei mir heute hier. Die haben das erste Mal besucht. Und die haben mir gleich so eine Waffe kaputt gemacht. Was ist denn noch die so weiterkommen? Hast du Hoffnung? Die wollen bestimmt Titanic 1 mal nachspielen.
New materials have been refined. Ja, das sind Energieknoten, aber ich glaube, im Lager habe ich jetzt keins gesehen. Nu? Im Lager habe ich keins gesehen. Das ist ähnlich, wo kein Energieknoten ist. Die Hoffnung sinkt zuletzt, genau. Puh. Excuse me, aber die hier muss ich hier hinstellen. Nützt nichts. Ja, stimmt schon. Hier, nee. Doch, hier ist er. Stimmt schon. Ach, ich glaube, im Depot gab es oben. Gibt's oben einen und unten einen. Oh, schon noch so ein blödes Fieder. Warte mal. Ich muss mal kurz hier raus. Nee. Es klang gerade so, als wäre so ein blödes Vieh hier. Irgendwie. Okay, alles gut. Ob sich die Geschichte wiederholt? Man möchte es nicht hoffen, dass sich die Geschichte wiederholt, oder? Man möchte es echt nicht hoffen. New materials have been refined. So, Uran, was haben wir denn so schönes? HC1. Na gut, die Pflanze könnte man ja mal anpflanzen. Bringt mir zwar gerade nicht ganz so viel, aber man könnte sie ja mal anpflanzen gehen. Treibhaus. Bin ich immer noch kontaminiert? Das sieht ja so scheiße aus. HCL, das ist aber echt ein L, sieht aus wie ein I. Hm. Na gut. Das stimmt. So, kommt jetzt mit meiner Pflanze hier langsam an hier. Oh nee. Ich hab's geahnt, ey. Wieso bist denn du hier gestorben? Wo ist denn das blöde Vieh? Der hat einen Typ umgebracht. Ich wär blöde. Hallo? Jetzt geh ich gleich mal hier gucken hier. Ob es hier noch mehr von den Biestern gibt. Oh, das macht mich alle, ey. Toll. Hier noch weniger. Ja, ich habe zu wenig Leute, ich brauche aber auch. Ich brauche aber auch Eisen fürs Klonlabor. Also müsste ich jetzt weiterreisen. Siehst du? Mir fehlen zwei Eisen.
Ich brauche mehr Clowns, ne, genau. Dann müssen wir jetzt mal eins machen. Dann müssen wir weiterreisen. Was haben wir hier? Kupfer, Eisen, Lithium, all das später. Machen wir dahin. Und ich würde sagen, wie es denn hier weitergeht. Das sehen wir dann morgen. Ich würde sagen, so morgen Abend, so ab 20, zwischen 20 und 20.30 Uhr geht es morgen los. Ich tue mich mal nicht ganz genau auf 20 Uhr festlegen. Und dann werden wir ja morgen sehen, ob ich das wieder in Sand setze, was bestimmt passieren wird. Ich bin da ja ganz zuversichtlich, dass das so wird. Und oh, ich kann ihn da bauen. Ja, da hat der Taschenlampe hier. So, und wie gesagt, wenn ihr mir followed und follow dagelassen habt, dann wisst ihr ja ganz genau. Dann kriegt ihr eine Nachricht, sobald ich anfange mit Streamen und schon auch was ich am Endeffekt streame. Und würde mich freuen, dass ihr einschaltet. Bis dahin, schönen Abend noch. Morgen einen schönen angenehmen Dienstag. Guten Start in den Tag. Bis dahin, schlaft gut. Vielen Dank fürs Reinschauen. Empfehlt mich weiter. Gute Nacht und schlaft gut. Tschüss. Hm? Wo langt denn jetzt noch? Egal. So, bis morgen. Ciao.